auch hier nochmal ein kurzer Blick in den Positionsplan. Vielleicht würde uns jetzt noch interessieren, wie viel Material brauchen wir denn überhaupt, um dieses Gebäude zu errichten? Und da können wir auf ein Modul zurückgreifen. Das finden wir auch in dem Schalter Listen. Da haben wir hier ein Modul, das heißt Mengenermittlung für Tragglieder S041.de. Da lege ich uns mal eine Position an. Sie sehen, in dem Moment, wo wir keine Position anklicken, landet natürlich nach wie vor jede neue Position immer ganz am Ende, wie gehabt. So, dieses Modul, wir sehen hier schon rechts die Ausgabe dazu, ist jetzt in der Lage, Mengen zu ermitteln. Wir sehen jetzt eine Liste, das passt. Und im Register Positionen tauchen jetzt schon voreingestellt alle Positionen auf, die wir in diesem Projekt bearbeitet haben. Da sehen wir zum Beispiel bei den Trägern, gibt es hier die Position UZKG1 und da steht eine Zahl 1 nebendran, so ist das vorbelegt, weil die Baustatik weiß, die Position gibt es, also gibt es die bestimmt einmal in ihrem Projekt. Aber wenn wir genauer reingucken, Positionsplan Keller, dann sehen wir, diesen Unterzug gibt es 1, 2, 3, 4 Mal. Also schreiben wir hier einen Faktor von 4 in die Eingabe. Dann geht es weiter, Balkenlage haben wir hier keine, das lösche ich weg. Stützenpositionen, die TG04, Sie erinnern sich, die haben wir gemeinsam angelegt, die Holzstütze im Technikraum, die gibt es einmal. Dann haben wir die Stütze ST1B5OG, gucken wir in den Positionsplan, einmal im Schnitt sehen wir ST1B5OG, taucht hier in den drei Obergeschossen gleichermaßen auf. Und wir sehen im Grundriss, dass es sich hier um diese zwei Stützen im Innenbereich handelt, also zwei Stützen je Geschoss, A3 Geschosse. Die Stütze haben wir 6-mal im Projekt. Dann haben wir die Stütze B5EG. Dadurch, dass wir im Erdgeschoss eine andere Geschosshöhe haben, gibt es hier eine eigene Position. Die gibt es dann entsprechend 2-mal. Genauso im Keller ist das eine eigene Position. Das ist hier auch ungefähr erkennbar. Die Stütze wird im Keller auch etwas größer, damit das mit dem Bewährungsgehalt sinnvoll funktioniert. Also die haben wir auch 2-mal. Die Stütze C2OG, gucken wir uns das an. Da sehen wir, das sind hier die Außenstützen. Und die tauchen pro Geschoss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-mal auf. 3 Geschosse, also 30-mal die Stütze. Und die Stütze C2EG, die gibt es dann entsprechend nur in einem Geschoss, also 10-mal. Sparrenposition, wie viel Material brauchen wir hier? Sie wissen, bei der Sparrenposition können wir nochmal gucken. Da tragen wir ja immer ein, was haben wir für ein Systemmaß. Also hier alle 60 cm kommt ein Sparren. Das heißt, hier brauchen wir die Breite. Und wenn wir hier nochmal im Positionsplan gucken, das Ganze ist so gedacht, dass die Außenwände hochgeführt werden. Also man sieht gar nicht die Dachneigung, wenn man von außen das Gebäude anschaut. Das heißt, die Sparren sind dann auf diese 5,10 Meter verteilt, also Breite 5,10 Meter. Und mit Delta N können wir die Stückzahl nochmal erweitern. Wir wissen vielleicht, wir haben irgendwo einen Streifsparren. Delta N gleich 1, wir brauchen ja immer ein Sparren mehr, wie wenn wir das durch den Abstand teilen. Und dann gehen wir noch weiter mit den Wänden. Die Wand haben wir 3-mal. Dann haben wir W1 OG, auch da nochmal ein kurzer Blick. W1 OG, das ist die Wand hier links vom Treppenhaus. W2 ist rechts vom Treppenhaus. Damit haben wir die entsprechend 3-mal. Im Kellerwand haben wir die Wand 1-mal, die haben wir auch 3-mal. Und dann bleiben noch die Wände im Keller. Da haben wir KG W1 und W2. Die W1 ist hier die Innenwand. Genau. Und die W2 ist die außen umlaufende Wand. Also tragen wir das hier entsprechend ein. Umlaufend, Außenwände haben wir 73 Meter und innen haben wir hier entsprechend 6 laufende Meter. Dann haben wir noch die Deckenposition. Wir haben hier jede Position in der Statik nachgewiesen. Da passt dann die Zahl 1. Fundamente
haben wir keine, weil wir ja mit der Bodenplatte hier gründen. Und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an. Da sehen wir also hier zum Beispiel Sparrenpositionen, haben wir 10 Sparren, haben wir hier 0,8 Kubikmeter. Und dann gehen wir mal noch weiter in die Zusammenfassung. Bei unserem Stahlbeton haben wir hier ein Volumen von 792 Kubikmeter und Betonstahl haben wir hier entsprechend unsere Summen.